Dann zum Wohl, guten Hunger und danke für die Eindrücke vom Empfang des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich. Zu den unzähligen Vereinen im Park des Sachsen gehört auch einer, der ein Laserschießkino hat. Nadine hat sich mal mit dem Vereinsvorsitzenden unterhalten. Ja, zum Tag der Sachsen präsentieren sich ja zahlreiche Vereine, zum Beispiel auch die Jägerschaft Westerzgebirge. Und bei mir ist jetzt André Pöschl, er ist der Vorsitzende des Vereins. Sie präsentieren sich im Themenbereich einfach natürlich. Welche Programmpunkte werden denn jetzt im Laufe des Tages heute und morgen hier stattfinden? Also wir haben natürlich all das zu bieten, was die Jägerei auch in der heutigen Zeit noch ausmacht. Die Jagdhunde. Wir hatten ja vorhin gerade die Jagdhundevorstellung. Dann haben wir einen Falkner. Die Falknerei an sich wird vorgestellt. Wir haben natürlich die Tradition schlechthin, das Jagdhornblasen. Wir hatten gestern die Oelsnitzer Jagdhornbläser hier. Morgen haben wir die Hartensteiner und heute die Original Grünhainer, die ja eigentlich auch so ziemlich über die Grenzen von Sachsen hinaus bekannt sind. Und da sind wir sehr stolz drauf. Natürlich gegrillte Wildsau, also kulinarisch auch all das, was die Jägerei so auszeichnet. Das wird hier den Leuten geboten. Ja. Was die Jägerei auszeichnet, welche Aufgaben hat denn die Jägerschaft heutzutage? Ja, die Jagd ist ja ein gesellschaftlicher Auftrag, den wir hier irgendwo ausführen. Es ist ja nicht nur das Totschießen vom Wild. Das ist ja der geringste Teil. Jagd ist angewandter oder aktiver Naturschutz, Tierschutz. Wir sind verpflichtet, Wild so zu schießen, dass es nicht leidet, dass es keine Qualen hat. Wild ist ja auch ein sehr biologisches Wildbrett, ein absolut von sämtlichen Medikamenten freies Wild. Und man kann eigentlich nur sagen, Leute, es ist Wild. Also ist etwas Gesünderes, in unserer heutigen Zeit gibt es nicht. Ja. Zum Training, zum Schießen. Sie haben hier was ganz Besonderes heute zum Tag der Sachsen, ein Laserschießkino. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja. Also man schießt mittels eines Lasergewehrs, mit einem Laserpunkt, ein nachgebautes Gewehr. Sie haben das auch mit dabei? Ich habe es genau mitgebracht. Und es läuft also eine Videosequenz ab. Es gibt animierte Szenen, es gibt reale Szenen, Jagdszenen. Man schießt mit dem Gewehr, das heißt, man drückt ab, man zielt ordentlich, wie sich das gehört. Der Jäger schießt ja aufs Blatt. Und dann trifft man, das Bild bleibt stehen, man sieht, man hat getroffen. Beim animierten Film rollieren dann auch die Sauen richtig wie auf der realen Jagd auch. Und man kann halt dort seine Schussfertigkeiten trainieren, man kann üben, bevor die Jagdsaison im Prinzip aufgeht. Und hat dort auch wieder einen wichtigen Beitrag zum Tierschutz geleistet. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, was der Vorteil ist von einem Laserschießkino. Wird das regelmäßig zum Training eingesetzt? Mehr oder weniger. Das richtige Schießen mit der echten Waffe auf dem Schießstand hat natürlich Vorrang. Und dort schießen wir auch den laufenden Keiler, wo das Bewegungsschießen gerade auf Drückjagden simuliert wird. Aber das Laserschießen ist natürlich, die Reaktionsfähigkeit wird schon trainiert. Ja. Aber man darf natürlich nicht vergessen, es ist auch irgendwo eine unterhaltsame Geschichte. Dann. Dürfen die Besucher zum Tag der Sachsen es auch probieren? Die dürfen das, ja, solange wir hier aktiv sind, meistens laut unserem Programm von 10 bis 20 Uhr, heute zum Sonnabend. Und die können gerne kommen und können sich hier mal versuchen und zeigen, ob sie gute Jäger sind oder Jägerinnen oder nicht. Dann würde ich sagen, beweisen Sie Ihre Schießkunst, kommen Sie her zur Jägerbühne. Hier finden Sie auch das Laserschießkino. Aber der Schriftsteller Stefan Heim hat daraus eine literarische Legende geschaffen. Und Felix, unser rasender Reporter, hat sich mal auf die Spuren begeben zwischen Legende und Tatsache der Republik Schwarzenberg. Vom großen Trubel des Straßengeschehens habe ich mich jetzt in die Altstadt Schwarzenbergs begeben und ich sitze in einem, in einer Kneipe, und gleichzeitig ist diese Kneipe ein Museum. Also hier sitzen wir jetzt gerade in einem Museumsraum und neben mir sitzt der Herr Bayer. Das ist sozusagen ein Schwarzenberger Urgestein. Herr Bayer, was hat es hier mit diesem Museum auf sich? Ich habe mal entfernt gehört, dass es die Freie Republik Schwarzenberg gegeben hat. Wie kann ich das verstehen? Was erwartet mich hier? Vielleicht ist Museum das falsche Wort. Also wir sind eine Galerie und ein Museum hat ja mehr was so Archivarisches
vom Gedanken her im Wort. Und als Galerie ist man ja ein bisschen eine Sache, die man ein bisschen, sagen wir, wo man gewisse Sachen modern auffasst, umgesetzt auffasst und die ein bisschen nach vorn projiziert. Und wir sind zu dem Thema Freie Republik gekommen, beziehungsweise ich. Das war sozusagen in dieser, mit dem Ende der DDR, in dieser Wendezeit, wo eine totale Verunsicherung war unter den Leuten, was denn wird, und jeder musste sich irgendwie neu orientieren, und es ist einer selber, der man sich eine Veränderung immer gewünscht hat, hat man ja selber zu tun gehabt, sagen wir, dieses alles zu verkraften. Und da fiel mir dieser Roman von Stefan Heim in die Hände, Schwarzenberg, und da dachte ich, Mensch, das ist ja eine ähnliche Situation wie nach 1945, wo auch eine Umbruchzeit war und wo sich sozusagen hier ein Aktionsausschuss gebildet hat, also eine Handvoll beherzter Männer, die sozusagen ihr Schicksal selber in die Hand genommen haben. Und ich dachte, Mensch, das ist ja eigentlich so ein bisschen eine Vorbildwirkung für das, was jetzt sich gerade 1989, 90 abspielt. Und wir haben das ein bisschen publik gemacht, haben gesagt, Mensch, es gab ja auch viele Leute, die haben gesagt, na, wo ist denn die Freiheit, die sie uns versprochen haben? Und wir waren eben der Meinung und sagten, Mensch, nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie, gibt es von Wolf Biermann ein Lied. Und ich dachte, eigentlich war unser Gedanke so ein bisschen, dass anhand des Romans von Stefan Heim und der Geschehnisse, die hier in Schwarzenberg waren, das so ein bisschen unter die Leute zu bringen, bekannt zu machen, mit dem Hintergedanken, den Leuten noch ein bisschen Mut zu machen, ihr Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Und das machen wir eigentlich bis heute. Wie sind denn die Unterschiede oder die Parallelen, besser gesagt, zu 1945 und 1990 zu sehen? Ja, es gibt ein paar fatale Parallelen, finde ich, dass es im Prinzip wie 1945, wie 1990, dass es sozusagen diesen alten Ideologen, die stark an ein System geglaubt haben, dass es denen relativ leicht gefallen ist, umzudenken. Das hat irgendwie Klick gemacht im Kopf und dann haben die andersrum funktioniert. Und Leute wie wir oder wie Künstler, ich kenne auch viele andere, die eigentlich sich eine Veränderung immer gewünscht haben, dass die viel mehr damit zu tun hatten. Und das natürlich auch dieser ganze Beamtenapparat, dass man natürlich auf Vorliebe wieder auf Leute zurückgegriffen hat, die aufgrund ihrer Vergangenheit ein schlechtes Gewissen hatten und die natürlich auch einfach dann funktioniert haben und treue Diener waren und Ja-Sager, während die ja mit Leuten, die eine Veränderung eingeläutet haben, die immer eigentlich kritische Geister sind, konnte man relativ wenig anfangen. Und ich denke, das sind so Parallelen von 1945 zu 1990. Jetzt komme ich nochmal zu einer ganz spannenden Frage, die ja im Grunde genommen eigentlich an erster Stelle steht. Was hat es eigentlich mit der Geschichte Freie Republik Schwarzenberg überhaupt auf sich? Wie ist diese Freie Republik Schwarzenberg überhaupt entstanden? Weil ich kann mir vorstellen, dass kaum einer der Zuschauer überhaupt von der Freien Republik weiß. Ja, das ist ein bisschen ein Kuriosum. Also es war ein Gebiet in Deutschland, was vergessen wurde zu besetzen. Wobei jetzt vergessen wurde, das vielleicht auch in Anführungsstrichen, weil es gibt verschiedene Theorien, warum das nicht besetzt wurde. Es gab da auch mehrere Gebiete in Deutschland, aber Schwarzenberg war das einzige Gebiet, wo sozusagen ohne Zutun von Siegermächten sich von innen heraus so ein demokratischer Ansatz gebildet hat. Also hier ist ein Aktionsausschuss entstanden, da waren Christen, Parteilose und Kommunisten vertreten. Und die haben sozusagen die Macht ergriffen, haben den damaligen Bürgermeister abgesetzt und haben sozusagen also regiert. Das war, der Stefan Heim hat mal gesagt, das war eine freie Republik und keiner hat es gewusst, weil keiner über die entstand. Also die hatten sozusagen das Sagen. Ja, und wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist denn das vonstatten gegangen? Also gut, man hat die Regierung an sich gerissen, aber es musste ja auch eine ganze Menge organisiert werden. Man brauchte Geld, man brauchte eine Organisation, die im Grunde genommen die Region einfach auch führt und anleitet und vor allem auch wirtschaftlich in Schwung bringt. Ja, man muss sich natürlich vorstellen, nach 1945, also dieser Aktionsausschuss wurde natürlich von den Tagesaufgaben fast zerschlagen. Ja. Die hatten zwar hier eigenes Geld, eigene Briefmarken, auch wenn so Ansätze zu einer Art Verfassung. Ich habe mit ein paar gesprochen, die diesen Aktionsausschuss angehört haben. Aber die wurden natürlich von den Tagesaufgaben erschlagen. Es waren hier total viele Flüchtlinge hier, es waren total viele Zwangsarbeiter hier und die mussten alle ernährt werden. Und das war ja dann auch eigentlich der Grund. Man ist zuerst zu den Amerikanern gefahren, die standen bei Zwickau und die haben aber abgelehnt einzumarschieren. Und dann ist die nächste Abordnung nach Annaberg gefahren, da waren die Russen und die sind natürlich einmarschiert und dann war natürlich aus der Traum. Und es gibt natürlich verschiedene Theorien, warum dieses Gebiet nicht besetzt wurde. In dem Roman von Stefan Heim wirft ein Sergeant die Münze hoch und sagt, mal führen wir ein, mal führen wir nicht ein. Die andere Theorie, es gibt eine Freiberger Mulde und eine Zwickauer Mulde, dass das einfach ein Kartenfehler war, wo die jetzt unterschiedlich stehen geblieben sind.
Und die dritte Theorie, die auch wahrscheinlich von Historikern aus gesehen wahrscheinlich ist, die besagt, dass im Prinzip nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schon der Kalte Krieg losging und dass eigentlich hier hätten die Amerikaner einmarschieren sollen. Die waren auch als Erste hier, haben ihre Gefangenen geholt, sind auch wieder abgezogen. Und das war ja ein großes Sammelbecken auch so für versprengte Wehrmachtsteile. Und der Hintergedanke bei den Amerikanern war, ob es vielleicht doch nochmal gemeinsam mit den Deutschen gegen die Russen losgeht. Und man hat diese ganzen Wehrmachtsverbände, die hier stationiert waren, die sind dann geordnet in Richtung Hof nach Bayern in amerikanische Gefangenschaft gekommen. Und die haben dort erst, also die sind marschiert und haben dort erst ihre Waffen niedergelegt und sich ergeben. Und da sagen viele Historiker, das ist auch eine Variante, die sehr wahrscheinlich ist, dass, warum dieses Gebiet nicht besetzt wurde. Stellt sich mir natürlich eine ganz auch spannende Frage. Und haben Sie in der Aufarbeitung der Geschichte auch noch Menschen kennengelernt, die über diese Zeit berichten konnten, also Zeitzeugen, die Sie für die historische Aufarbeitung auch noch für sich gewinnen konnten? Ja, es war also dieser letzte Überlebende dieses Aktionsausschusses, Paul Korb, der hatte damals die Polizeigewalt übernommen. Und mit denen hatten wir einen ziemlich engen Kontakt, aber oft bei uns, der hat erzählt. Und man muss natürlich auch ein bisschen filtern, was jetzt vielleicht also ein bisschen zu schön färberisch gemacht wurde, weil es ist ja auch logisch, der Großteil von diesen Leuten kam aus KZs und aus Gefangenschaft und liegt eigentlich auch der Gedanke nahe, dass Rache genommen wird. Aber das konnte nicht bewiesen werden, hat auch nicht stattgefunden. Ne? Es hat eher dann stattgefunden, als die Russen einmal vier sind, wo es natürlich dann, also ist es sozusagen mit den Russen ist der Stalinismus gekommen und da gab es natürlich ungerechtfertigte Verhaftungen und Leute wurden nach Sibirien verschleppt. Die haben natürlich auch hier diese Werwolfslager inspiziert und auch viele Leute oder Junge, die waren damals 16, 17 Jahre, sind nach Sibirien gekommen. Also es war für viele eine Tragödie, aber am Schluss, man muss ja halt davon ausgehen, wer hat die ganze Sache angefangen und das sind eigentlich die eigentlich Schuldigen. Ja. Jetzt die andere Frage, wie lange hat die Freie Republik Schwarzenberg überhaupt existiert? Also die war vom 12. Mai bis 24. Juni. Also das war der 12. Mai, wurde sozusagen in der Nacht vorher der Bürgermeister abgesetzt und am 12. Mai hat der neue Bürgermeister die Macht übernommen. Und am 26. Mai waren dann die Russen hier und haben sozusagen die Macht übernommen. Also das sind so die zwei, sechs Wochen sozusagen unbesetzte Zeit. Und wir haben ja also auch so eine Internetseite unter www.freierepublikschwarzenberg.de, wo wir dieses alles mal aufgearbeitet haben. Und wir haben viel Zuschriften aus dem Ausland. Und das Erstaunliche ist, also dass viele dieser auch utopische Aspekt der ganzen Sache interessiert, so was wäre aus Deutschland geworden, wenn Deutschland sozusagen aus eigener Kraft sich hätte befreien können. Also dass wir keine Sieger gebraucht hätten, sondern was wäre passiert, wenn das wie hier in Schwarzenberg, das sozusagen das Volk die Macht übernommen hat und die Nazis zum Teufel gejagt hätte. Und das ist total, was viele interessiert, was so ein bisschen auch was Utopisches beinhaltet. Herr Bayer, ich könnte mit Ihnen stundenlang reden, aber leider bleiben mir nur 5 Minuten zur Verfügung. Ich denke, wir haben ganz spannende Eindrücke gewinnen können aus Schwarzenberg, über Schwarzenberg und über die Freie Republik Schwarzenberg auch. Es lohnt sich, auch nach dem Tag der Sachsen hier nach Schwarzenberg vorbeizukommen, um sich über die Freie Republik Schwarzenberg einfach mal zu informieren in dem Café Kunst und Kneipe. Ist das richtig? Ja, ja. Und da finden Sie ganz, ganz interessante Eindrücke über die Freie Republik Schwarzenberg. Herr Bayer, ich danke Ihnen dafür, dass Sie mich eingeladen haben, mit Ihnen zu reden. Für Ihr Interesse. Danke. Jetzt wissen Sie also Bescheid über die Freie Republik Schwarzenberg. Bei uns geht es jetzt weiter mit Impressionen hier aus dem Festzelt. Sie haben uns ja mal besucht im Quarzfeld. Und da ist es immer für uns eine Ehre, vor Ihnen zu spielen. Ich glaube, mit dem Rainer hatten Sie gar im Stollen Erfahrung. Ja, und wir sind heute da, wollen 2, 3 Stücke für Sie spielen. Natürlich für alle anderen auch. Auch für unseren Herrn Landrat, Herr Vogel. Und ja, ich will gar nicht viel reden. Uns freut es, dass wir hier sein können, für Sie zu spielen. Ja, und das Bandoneon ist ja mit dem Tango. Ja? Nein, ich wollte gerade sagen Sie was zum Bandoneon, damit die Leute alle wissen, was das wirklich für eine sächsische Erfindung ist. Das mache ich, vielen Dank. Ja, das Bandoneon, was wir also hier spielen, ist also im Erzgebirge in Karzfeld entwickelt worden.
Volksmund als Ziehkastel, Quetschquasten. Alles dazu ist gesorgt worden. Das ist das Bandonion. Der eine spielt die Mutter des Bandonions, die Concertina. Das ist also das ältere Instrument von beiden. Ja, und das ist in Karlsfeld gebaut worden bis 1964 und ab 2007 wieder. Und unser Verein hat sich 2001 gegründet und gibt sich Mühe, diese Tradition weiterleben zu lassen. Wir haben ein kleines Kinder- und Jugendorchester mittlerweile. Auch in diesem Jahr setzen die Organisatoren vom Tag der Sachsen auf Bewährtes, auf Kultur, Tourismus, Handwerk, Bergbautradition und natürlich auch auf Sport. Nadine ist jetzt bei einem Sportler, der richtig was drauf hat. Ja, das kann man wohl sagen. Er hat schon mehrere Weltmeistertitel eingeheimst und sogar im Guinness-Buch der Rekorde steht er. Neben mir ist Marco Hösel. Hallo Marco, wie geht's dir? Bist du fit? Ja, ich denke schon. Super Wetter heute und da hat man natürlich richtig Lust, aufs Rad zu steigen. Apropos Rad, deine Leidenschaft, dein Erfolg ist das Trial Bike. Was ist daran besonders? Was kann man damit anstellen? Vielleicht mal ein paar Erklärungen zum Rad. Hä? Vielleicht mal hochheben, genau für die Zuschauer, dass sie das besser sehen können. Ja, also kein herkömmliches Mountainbike, hat zwar schon die großen Räder, die 26 Zoll Räder, hat aber einen sehr tiefen Rahmen. Der Sattel, der sehr tief angeordnet ist, den man eigentlich nicht braucht, wenn man alles nur im Stehen fährt oder springt. Und eine ganz leichte Übersetzung. Dann sehr gute Bremsen, was ganz wichtig ist, dass sie wirklich punktgenau bremsen. Das sind halt so die Feinheiten, die Extras, was das Trailbike eigentlich hat. Und einen sehr tiefen Rahmen, weil wir doch sehr viel Bewegungsfreiheit brauchen. Genau. Mit 12 Jahren hast du deine Karriere begonnen. Wie bist du denn damals zu diesem Sport gekommen? Ja, wir sind eine Radsportfamilie. Mein Vater ist schon sehr viel Rennrad gefahren. Hat Spaß gemacht für mich, aber meine Leidenschaft war doch eher der Geländesport. Habe dann einfach mit Kumpels in einem Verein angefangen, in Thalheim, den MSC Thalheim. Wir sind ein Dreisportverein und habe da sehr viel Spaß dran gehabt, sehr viel trainiert und dann kommen auch die ersten Erfolge. Du selbst bist ja aus Sachsen, aus dem Erzgebirge. Was zeichnet denn den Tag der Sachsen aus? Ja, ich denke, es ist generell eine gute Werbung für unsere Region, generell für das Erzgebirge, für Sachsen, dass man auch Leute von weiter her hierher lockt in die Region, einfach zeigt, wie schön es bei uns ist. Und selber betreibe ich auch noch eine Mountainbike-Fahrtechnik-Schule, eine Bike-Academy. Was auch mein Ziel ist, dass man einfach Leute von weiter weg quasi in die Region holt und einfach zeigt, wie schön unsere Region zum Aktivsein ist, also zum Biken und zum Wandern. Genau. Aktiv sein. Gleich geht's ja auf die Bühne. Was hast du heute vorbereitet? Was wird man sehen? Ja, ich habe mein Showparcours mitgebracht, meinen Hänger, meine Podeste, meine Rampe und werde dann einiges positionieren auf der Bühne, vor der Bühne. Und ja, wir gucken, was der Platz hergibt. Wir werden schön Gas geben, denke ich. Machen drei Teile. Erster Teil ist Parcours fahren, zweiter Teil Hoch- und Weitsprung. Und der letzte, das Finale, brauche ich immer zwei, drei Leute auf der Bühne, die mutig sein müssen und sich nicht bewegen dürfen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß und wir sind jetzt gespannt, denn wirklich jetzt geht es gleich auf die Bühne und wir sind gespannt, was uns da erwartet. Ja, er steht vor mir. Nicht nur beim Sport kommt man ins Schwitzen, auch hier im Festfeld ist es sehr warm geworden. Aber nichtsdestotrotz, Felix geht jetzt der Frage nach, wie kommt Fassbrause in eine Feuerwehr? Ja, natürlich ist beim Tag der Sachsen eins ganz wichtig, nämlich die Verpflegung. Und heute bei den heißen Temperaturen natürlich vor allem auch die Getränke. Und hier haben wir einen ganz spannenden Wagen entdeckt, nämlich eine ganz, ganz alte Feuerwehr. Ja, Herr Dirsch ist der Betreiber. Für die Getränke, die hier zu kaufen sind. Herr Diersch hat sich die Feuerwehr geholt. Was ist das eigentlich für ein Feuerwehrauto? Das ist ein Feuerwehrauto, das wurde zu Ostzeiten in Zittau gebaut. Das ist ein Vorgänger von LU, nennt sich K30 Garant. Und den haben wir 1995 in Ronneburg aus einer Scheune geholt, haben den aufgebaut mit Hilfe einer größeren Brauerei. Die hat uns da gesponsert und ja, so ist das alles zustande gekommen. Und wie alt, also aus welches Baujahr ist das? 59, also älter wie Sie. Da
Danke, okay, das war gut. Ja, war gut, ja. Schneid's raus. Es ist egal. 59 und Sie haben den umgebaut, das heißt, der kann jetzt auch noch fahren. Der fährt per Achse, also der wird angekurbelt zurzeit, macht er auch und wir sind per Achse her und fahren dann auch wieder zurück nach Zwickau. Das heißt, Sie haben, bevor Sie hierher gekommen sind, erstmal die Kurbel geschwungen? Genau, weil zurzeit ist die Schwungscheibe defekt und die müssen wir erst reparieren, aber in der Kürze der Zeit haben wir das nicht geschafft. Also die alte Kurbel, wie das damals war, und geht. Und wie lange hat die Restaurierung, die Instandsetzung dieses Autos gedauert? Dreivierteljahr haben wir da gebastelt. Sie alleine? Nee, hatten wir noch ein Team mit dabei, die mich unterstützt haben. Und Sie sehen ja auch, die Schanktechnik wurde alles drauf, dann wurde es schon von Fachmann gemacht und ja. Und jetzt ist ja die Frage, das ist ja ganz spannend, Feuerwehr ist ja eigentlich zum Löschen da. Ja. Sie löschen den Durst. Genau. Wie kommt das Bier und die Fassbrause zur Feuerwehr? Ja, durch die Fässer, die werden angesteckt. Die Fassbrause kommt auch von einer größeren sächsischen Brauerei, die da nach einem alten Rezept arbeiten. Und wie sind Sie auf die Einsiedel? Und wie sind Sie auf die Idee gekommen, Fassbrause oder andere Getränke hier in den Feuerwehrwagen? Das haben wir ganz einfach probiert und es entwickelte sich immer nach und nach die alte Fassbrause von DDR-Zeiten noch. Die ältere Generation kennt das noch und ja, und so hat sich das dann immer wieder gesteigert und heute haben wir zu tun, dass wir mit den Fässern reichen. Und Sie haben heute, denke ich mal, einen guten Umsatz, weil der Tag der Sachsen ist voll. Morgen werden Sie auch noch einen guten... Ganz schlechter Umsatz. Glaube ich Ihnen. Aber eins müssen Sie mir noch mal zeigen. Ich bin ja ein leidenschaftlicher Fassbrausetrinker und auch Biertrinker, weil Sie wissen, die Preußen trinken gerne Fassbrause. Ja. Zeigen Sie mir einfach mal, was ich zu beachten habe, wenn ich Fassbrause oder wenn ich Bier zapfe. Würden Sie mir das mal zeigen? Ja, das mache ich. So, dann werde ich jetzt mich einfach mal nicht dann nur als Koch, sondern... Dann nehmen Sie den Becher so schräg ran, drücken den Hahn nach vorne und schon geht's los. Gut. Ach, wollen Sie das machen? Dann zapfen Sie Ihre Fassbrause selber. Ich zapfe jetzt meine Fassbrause alleine. Ha. Genau. Und leicht schräg und dann schwenken Sie um. Nicht ganz klappen. Können Sie das bitte nochmal sagen? War perfekt. Und wenn Sie Lust haben, können Sie bei uns mitmachen dann. So, und jetzt habe ich nochmal die Frage. Was, ich sehe hier eine rote Fassbrause. Ich bin es gewöhnt, gelbe Fassbrause zu trinken. Welchen Geschmack? Himbeer. Himbeer. Die Grüne haben wir nicht. Das haben Sie immer gesagt, zu DDR-Zeiten, da ist Gift drin. Für 20 Pfennig haben wir aber das Gift in Kauf genommen. Ja, aber die rote, die ist okay. Ein Himbeergeschmack, ein sehr dezenter Himbeergeschmack. So, und ich genehmige mir jetzt einen Schluck Fassbrause von meiner selbst gezapften Fassbrause. Den Kameramann können wir ja ohne eine zapfen, wenn er Interesse hat. Und? Schmeckt. Wie selbst gezapft. Ja. Schmeckt hervorragend. Ich wünsche noch viel Spaß beim Tag der Sachsen. Prost. Herr Wendt, wir hatten uns heute zu Beginn des Livestreams schon unterhalten. Und inzwischen sind viele Stunden vergangen. Sie konnten einiges erleben. Was haben Sie erlebt? Was hat Ihnen am besten gefallen? Ich habe ein wunderbares Fest erlebt, bei dem viele glückliche Menschen unterwegs sind und eine sehr gelassene und ausgelassene Stimmung auch herrscht. Also ich denke, es war ein durch und durch gelungener Tag der Sachsen, den wir heute zusammen hier erleben durften. Gab es irgendwelche Höhepunkte, die Sie noch benennen wollen oder besonders eindrucksvolle Dinge? Das ist immer ganz schwer, weil es gab so viel und es ist eigentlich... angesichts der Fülle dessen, was hier geboten wird, schlechterdings unmöglich, an eine Sache besonders herauszugreifen. Ich denke, dieses Thema Innovation, Erfinder war eine tolle Sache. Wir haben auch im Livestream interessante Sachen gesehen dazu. Tüftler, interessante Menschen, die tolle Ideen haben. Das macht unser Land aus. Das ist heute hier präsentiert worden. Und im Übrigen ist ja jetzt nur der Livestream zu Ende. Keineswegs der Tag der Sachsen. Genau. Geht das los. Und worauf freuen Sie sich noch besonders beim Rest der Party? Auch ich werde jetzt noch mal zum MDR vorbeigehen und noch mal dort und da schauen. Ich denke, das wird heute Abend eine Art karibische Nacht werden, weil das Wetter so schön ist, dass die Leute sicherlich schön feiern werden. Vielen Dank, Herr Wendt. Dann viel Spaß dabei, einen schönen Abend und morgen einen schönen dritten, letzten Tag der Sachsen. Dankeschön.
Nachdem ich mich jetzt hier von Herrn Wendt verabschiedet habe, verabschieden sich jetzt von Ihnen Felix und Nadine, die fleißige Nadine, die immer ihren fleißigen Boleslav an ihrer Seite hatte. Der Tag der Sachsen fängt langsam an, für uns zum Ende zu kommen. Es war tatsächlich sagenhaft. Auf der Erfinderstraße haben wir Eindrücke gewonnen, haben wir Erfindungen kennengelernt, die tatsächlich beispielhaft sind, die innovativ sind, die zeigen, dass Sachsen helle sind. Und wir freuen uns mit Sicherheit auf die nächsten Erfindungen, die uns in Großenhain auf der Erfinderstraße erwarten werden. Des Weiteren haben wir ein wenig von der Reisestraße, von der Reiselust Sachsens erfahren in Großenhain, was uns im nächsten Jahr begrüßen wird. Und auch andere Impressionen haben wir entdecken können, auch unter anderem, wie es sich mit der Freien Republik Schwarzenberg verhielt und verhält, wie es dazu gekommen ist. Und ich verabschiede mich hier von der Erfinderstraße. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich vielleicht keine Fabelwesen kennengelernt habe, so wie zum Beispiel Nadine. Aber wie gesagt, ich habe viel entdecken können. Ich hoffe, Ihnen konnte ich auch viel damit zeigen und Sie neugierig machen auf morgen, wenn Sie Lust haben, zum Tag der Sachsen zu kommen oder auch auf den nächsten Tag der Sachsen in Großenhain. Bis dahin, tschüss. Ja, ich kann sagen, Schwarzenberg war ein ganz toller Gastgeber für den 22. Tag der Sachsen und ist es immer noch. Schwarzenberg hat ganz viel auf die Beine gestellt, mit Künstlern, mit Händlern, mit Vereinen und auch für morgen ist ganz viel geplant hier in der Stadt. Höhepunkt wird der Festumzug sein mit über 4000 Teilnehmern, das sollten Sie sich auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Für mich heißt es jetzt, auf Wiedersehen zu sagen, vielleicht bis zum nächsten Jahr, dann findet der Tag der Sachsen in Großenhain statt. Meine Damen und Herren, falls Sie noch nicht hier in Schwarzenberg gewesen sind, kommen Sie in jedem Fall wenigstens morgen, wie gesagt, falls Sie noch nicht hier waren. Denn morgen gibt es den absoluten Höhepunkt des Tages der Sachsen, den Festumzug. Und den sollten Sie auf jeden Fall miterlebt haben. Wir freuen uns auf Sie, in jedem Fall morgen, aber auch aufs nächste Jahr, zum nächsten Tag der Sachsen in Großenhain. Bis dahin, bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss. Ich möchte Sie alle zum 22. Tag der Sachsen einladen und ich kann Ihnen versprechen, Sie werden überrascht sein über das, was diese Stadt zu bieten hat, was die Vereine aus dem Freistaat Sachsen wieder auf die Beine gestellt haben, um sich bei diesem Tag der Sachsen zu präsentieren, auch beim großen Festumzug. Werden Sie vieles Überraschendes sehen und ich glaube mit der Neuigkeit, nämlich mit der Straße der Erfindungen, haben wir auch einen Blick in die sächsische Geschichte, aber auch in die sächsische Gegenwart und in die sächsische Zukunft zu erwarten. Also auf nach Schwarzenberg zum 22. Tag der Sachsen. Bei uns in Schwarzenberg sorgt man Glück auf. Und ich hoffe, dass ich zu Ihnen bald auch Glück aufsagen kann. Und ich hoffe, dass Sie bald sehr zahlreich hier nach Schwarzenberg kommen und wir Sie hier als Besucherinnen und Besucher begrüßen können zum Tag der Sachsen. Wir Schwarzenberger freuen uns auf unsere Gäste und ich hoffe auf ein Wiedersehen und sage demzufolge Glück auf in Schwarzenberg.
unterstellt der sächsischen Staatsregierung, die sächsische Staatsregierung zum Anfassen dieses Wochenende hier zum Tag des Sachsens 2013 in Schwarzenberg. Wir haben heute Erfindungen und wir haben schon viele Erfindungen vorgestellt. Das, was wir jetzt gleich sehen in Aktion, ist auch eine sächsische Erfindung, und zwar eine Erfindung aus Karlsfeld, das Bandoneon. Ja, und es ist auch sehr schön, dass so ein Instrument immer noch hochgehalten wird, dass die Tradition dieses Instrumentes hochgehalten wird vom Bandoneonverein Karlsfeld. Aus dem Grund einen riesengroßen Applaus, meine Damen und Herren, und viel Spaß in der nächsten Dreiviertelstunde mit dem Bandoneonverein Karlsfeld.